Damit hallo und herzlich willkommen zurück und wir müssen hier irgendwas ändern. Das geht so nicht. Irgendwie ist das unschick geworden, das Ding. Ja. Ich markiere mich erstmal hier diesen Bereich. Hat er da alles drin? Okay, super, wunderbar. So, dann würde ich nämlich gerne spiegeln. Zeigt das gar nicht an, schade. Also, jetzt, oh Gott. Warum ist das jetzt auf einmal so platt? Ach, das ist das Triebwerk hinten, ne? Hat so ein bisschen. Bisschen mehr so. Ja, sieht irgendwie ein bisschen besser aus, ne? Finde ich auch. Das muss halt verändert werden. Ja, das hat schon eher was, glaube ich. Bisschen. Das kann ich mir dann sogar leisten. Anwenden. Ja, damit bin ich jetzt auf jeden Fall deutlich zufriedener als vorher. Vom Aussehen her. Weil das sah jetzt eben halt zu bulkig aus, ne? Okay, man könnte hier halt noch. Matte Hülle haben wir hier. Da. Könnte man natürlich so arbeiten. Das ging halt auch, ne? Okay, jetzt haben wir dafür nicht mehr genug. Gut, dann muss es was anderes sein. Hier Eisen, smarte Hülle. Können wir später umwandeln. Nein, das sieht kacke aus. So eher. Boah, geht schon. Trägheitsdämpfer. Finde ich eine gute Sache. Wenn ich sie denn irgendwo angebaut bekommen würde. Warte hier. Ha. Ja, ist gar nicht so schlecht. Ha, rein theoretisch. Müsste man eigentlich sagen, okay, wir löschen das und machen nochmal von Grund auf ein neues. Ja. Wollen wir das machen? Ach komm, was ist das? Machen wir. Ja, den Ursprungsblock kann ich nicht entfernen. Ja, da ist der Ursprungsblock dabei. So, jetzt.
Das halt so. Ja, ich weiß. So. Ich mache die ganzen Ressourcen wieder. Ja, und das ist der Ursprungsblock. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, wir fangen damit an, dass das hier oben ein Teil der Brücke ist. Und dann nehmen wir nämlich... Ich brauche Titanquartiere. Ich brauche Korrekturdüsen. Eine Gyrophalanx brauche ich. Ich brauche smarte Hülle. Hier, das und das, genau. Licht könnte... das hat auch was. Ja, können wir auch überlegen, aber erstmal wichtig, wir brauchen... Frachtraum. Titan-Frachtraum, wo ist der denn? Da. Jetzt zweimal dran. So. Besser. Also dann erstmal, das ist dann halt irgendwo unten, wir spiegeln jetzt auch erstmal alles. Das ist dann so dieser zentrale Dreh- und Angelpunkt. Das sind erstmal hier Quartiere. Für wie viel habe ich denn jetzt dann Quartiere? Crew. Brauchen wir 14. Das passt ja locker. Okay. Crew ist gesichert. Ich würde gerne hier... Ja, das ist eine kleine Lücke dazwischen. Finde ich jetzt aber nicht so dramatisch. Oh Gott, echt. Wir müssen es anders machen. Ich nehme nochmal hier Quartiere hin und hier einen Frachtraum. Ja, warte. Das ist mit dem Spiegeln immer doof. Okay. Und dann, damit ich jetzt gleich eine Fläche habe und das einfacher ist. So, und das. Wo war das denn mit Verbinden? Verschmelzen. Genau. Hier drüben und das. Und das auch. Verschmelzen. So, dann haben wir jetzt eine Front. Und jetzt würde ich gerne eigentlich das, das und das auch verschmelzen. Das geht nicht, weil es verschiedene Blocksorten sind. Ja. Geht dann nicht. Ist aber auch egal, was sonst. Passt schon. Okay, das heißt hier, das wäre praktisch der obere Teil, wo dann halt die Untertassensektion irgendwie sowas. Okay, also Frachtraum brauchen wir auf jeden Fall massenhaft, denn ich möchte gerne auch Sachen transportieren können. Das heißt... Den könnte man auch nach unten. Ne, unten muss eigentlich die Energieversorgung sein. Oben Frachträume und sowas. Warte, wir spiegeln das mal wieder. Wie viel Frachtraum habe ich denn jetzt? 243. Ich denke, das ist okay. So, Gyrophalanx. Für diese Rotation eine.
das erscheint mir sinnig. So, doch. So, wieder das Spiegeln rausnehmen, sonst ist es wieder so doof. Brauche ich noch irgendwo? Warte, was war anders? Eine hierfür. Ne, die spiegeln wir wieder. Das spiegeln wir wieder nicht. Genau, weil das dann für diese Bewegung sein soll. Jetzt haben wir hier oben für die ganzen, zumindest schon mal. Ein bisschen was. Energie haben wir noch gar nicht, ist auch nicht dramatisch. So, Smart, das kann wieder spiegeln. Aha, okay. Gut, dann könnten wir. Frachtraum, Frachtraum. Ich hätte gerne dreieckige Triebwerke, das wäre super. Wenn man die so integrieren könnte, das wäre echt klasse. Kräftige Farben. Was sind denn kräftige Farben? Ich will mal so einen Block da dran setzen. Weiß es dann. Diese Farben, ne? Diese Farbgebung. Ja, man sieht's, es ist nicht so. Nicht so richtig weiß alles. Die sind schon. Rein theoretisch dann so und dann drumherum die Hülle bauen, ne? So viel Zeit habe ich nicht. Das ist mir zu viel. Okay, gut. Ein bisschen, ne? Okay, brauche ich noch mal Smart Hülle. Ja, hat doch schon mal so ein bisschen was. Ein bisschen was. Wir machen aber noch. Achso, hier, Korrekturdüsen können wir hier ransetzen. Ja, lieber so. Wieder spiegeln noch. Hatte ich nicht irgendwo Trägheitsdingsbums? Gyrophalanx hatte ich. Ja, aber ich hatte doch noch. Achso, Trägheitsdämpfer. Den gibt es nur da. Faszinierend. Weil ich möchte ja gerne, dass der. Eine Bremsverzögerung aufbaut. Wäre zumindest nicht verkehrt, ne? Was ich jetzt aber so gar nicht verstehe, ist, warum er. Das jetzt nicht vernünftig macht. Okay. Machen wir halt das hier hin. Dann haben wir auch noch. Entsprechend bessere Korrekturdüsen. Also, Verzögerung ist natürlich minimal. Ne? Das ist. Na, ich glaube schon ganz okay.
ein paar mehr. Und hier nochmal Korrekturdüsen. Dann passt das ja eigentlich ganz gut. Vom Bremsen her, gut, Höchstgeschwindigkeit. Das ist lustig, dass wir jetzt schon eine Geschwindigkeit haben. Nur durch die Korrekturdüsen. Schon. Aber wir brauchen Energie. Wir haben bisher noch gar keine Energie. Wie viel Energie erzeugt. Aber egal. So. Erstmal wieder hierzu. Aber ich sehe schon, das müssen wir dann beim nächsten Mal machen.